Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben gerade gehört im Evangelium, dass griechische Pilger in Jerusalem Jesus sehen wollten. Wir möchten Jesus sehen. Sie haben offensichtlich viel über Jesus gehört und waren irgendwie neugierig und fasziniert. Und es war gar nicht so einfach, an ihn heranzukommen, wie wir gehört haben. Philippus ging dann zu Andreas und sagte: Du, da wollen Griechen Jesus sehen. Und dann gehen sie beide zu Jesus und sagen: Herr Jesus, da möchten Griechen dich sehen. Jesus war so eine faszinierende Gestalt, ja, ist es immer noch. 2000 Jahre haben Menschen sich von ihm begeistern lassen. Denken wir an die vielen Missionare, denken wir an den heiligen Franz Xaver, der vor 500 Jahren bis nach Indien gegangen ist. Unvorstellbar, monatelang unterwegs war. Er wusste, dass er wahrscheinlich nie mehr heimkommen werde und so weiter. Denken wir an die vielen Heiligen, die von Jesus fasziniert und begeistert waren. Und denken wir auch bei uns an Maria Vesperbild, wie viele Menschen mit Gebetsanliegen hierher kommen, wie viele Menschen in Freude und Leid hierher kommen. Jesus hat nun mal Großes zu bieten, vor allem ewiges Leben. Ich komme aber wie Philippus und wie die Griechen nicht so einfach an Jesus heran. Und das möchte ich mit Ihnen anschauen. Es gibt offensichtlich nicht den bequemen Weg zu Jesus. Wir möchten ja auch Jesus sehen. Als die Apostel zu Jesus kommen und sagen: Herr Jesus, da wollen diese Griechen wollen dich sehen, die wollen dich erleben, die möchten auch dich kennenlernen, weil du so großartig bist, so Wunderbares zu bieten hast. Und da sagt Jesus: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Hört sich toll an. Die Apostel werden auch begeistert gewesen sein. Also nun kommt's. Nun wird's so richtig interessant. Nun wird Jesus seine Macht entfalten. Und dann werden sie überrascht. Jesus lässt sich nicht einlullen. Jesus macht sie nicht zum Liebkind, sondern er sagt dann wie in einer kalten Dusche: Amen, Amen, ich sage euch,
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben verliert, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Und er hat zweimal dazu Amen, Amen gesagt. Das heißt, so ist es, so ist es, so ist es wirklich. Nun, wir wollen doch alle nichts wissen vom Leiden. Das ist doch ganz klar, ist ja ganz normal. Wir wollen einfach alle auch gern den billigen, bequemen Weg gehen, den Weg des geringsten Widerstandes. Wir wollen gleich den Himmel haben, jetzt schon auf Erden. Aber Jesus bietet diesen billigen Weg nicht an. Wie alles Große in dieser Welt seinen Preis hat, so hat auch er seinen Preis. Er macht sich nicht billig. Es ist ein Gesetz in dieser Welt, und dem folgt er auch, dass alles Große, alles Wertvolle nicht billig zu haben ist. Und das ist genau, meine Lieben, die Auseinandersetzung heute in der Kirche im tiefsten Grund. Und das ist eine Auseinandersetzung, die im tiefsten eigentlich die ganze Kirchengeschichte war und ist und die mit Jesus Christus begann. Es geht im Grunde nicht um konservativ und progressiv. Es geht im Grunde immer um den Kampf, sollen wir uns an die Welt anpassen? Sollen wir den bequemen Weg gehen oder sollen wir den Weg des Kreuzes gehen? Sollen wir die Gebote Gottes billig machen, so wie es die Welt fordert? Sollen wir den Jubel der Welt wollen oder sollen wir die Gebote in ihrer Härte verkünden und zu leben versuchen und damit oft Unverständnis und Verachtung ernten? Denken wir an das klare Wort des Papstes in diesen Tagen zur Homo-Ehe. Er sagt, ich habe kein Recht, ich habe keine Vollmacht, euch den billigen Weg zu geben. Und da müssen wir uns doch vorstellen, der Papst ist doch auch ein Mensch, der will doch auch beliebt sein, er will doch auch bei jedem lieb Kind sein. Und da müssen wir ihn wirklich auch bewundern, dass er diesen Weg des Kreuzes geht und dass er viele enttäuscht. Denn viele haben doch gehofft, der Papst wird jetzt endlich das alles einfacher machen, bequemer machen, billiger machen. Und jetzt kommt er mit sowas daher. Überhaupt die Sexualmoral einzuhalten, das ist nicht einfach, das weiß jeder von uns. Das ist nicht billig zu haben. Die Gebote überhaupt können und sind immer wieder auch ein Kreuz für uns. Aber das bringt Segen. Es ist leicht, ein Herr über die Gebote sein zu wollen und zu bestimmen, wie Gott zu sein hat. Diener sein ist schwer. Und der Papst sagt, nicht einmal ich als Papst bin Herr über den Glauben und über die Moral, sondern ich bin der Diener. Wenn einer mir dienen will, sagt Jesus, folge er mir nach. Und das ist auch der Kreuzweg. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Nun wird uns in diesem Jahr von diesem Papst Franziskus, den wir haben, dass der heilige Josef ganz besonders ins Licht gestellt. Er hat ein Josefsjahr ausgerufen. Der heilige Josef ist ja ein ganz besonderes Vorbild. Er hat nicht den billigen Weg gewählt. Wenn wir sein Leben betrachten, wissen wir, das war nicht einfach. Aber darauf ist Segen. Er hat den Sieg errungen und er hat sogar das ewige Glück erlangt. Und der Papst hat dieses Josefsjahr ausgerufen, weil es 150 Jahre her sind, seit der Papst Pius IX die Kirche dem heiligen Josef geweiht hat. Und das waren damals auch Zeiten, wo die Kirche unheimliche Schwierigkeiten hatte, wo sie unheimlich in dieser Auseinandersetzung war, sich anzupassen oder den Weg des Widerstandes zu gehen. Schauen wir ein bisschen, ein klein bisschen
in diese Zeit zurück. Dieser Papst Pius IX hätte es so schön haben können. Er wurde auch bejubelt, als er gewählt worden ist, weil man dachte, das ist nun ein ganz Liberaler. Und je länger er Papst war, desto mehr hat er eben nicht alles mitmachen können und wollen. Und desto mehr wurde er gehasst von den Nationalisten und von den Liberalen, von den Freimaurern und so weiter. Und 1848, muss man sich vorstellen, da haben diese Kräfte Rom erobert. Damals war der Kirchenstaat noch größer, er umfasste ganz Rom und ein bisschen drumherum noch. Und sie haben Rom erobert und der Papst musste fliehen und konnte 2 Jahre lang nicht mehr zurück nach Rom. Muss man sich vorstellen, wie es da zugegangen ist. Oder denken wir dann 1870, da war das Konzil, das erste Vatikanische Konzil. Und da sind dann auch wieder Truppen in den Kirchenstaat eingedrungen, haben Rom erobert und dann musste dieses Konzil abgebrochen werden. Muss man sich vorstellen. Und dieser Papst hat sich so unbeliebt gemacht bei diesen antikirchlichen Kräften, dass er nicht einmal ordentlich beerdigt werden konnte. Denn er wollte in der Kirche San Lorenzo bestattet sein. Das ist ein ganz schön Stück weg vom Vatikan. Und man konnte den Leichnam nicht überführen, weil es waren überall Leute umeinander, die den Papst eben hassten. Und dann hat man bei Nacht und Nebel versucht, den Sarg nach San Lorenzo zu bringen. Und auf der Tiberbrücke ist es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen. Und sie konnten gerade noch verhindern, dass der Sarg nicht in den Tiber geworfen worden ist. So ist es dazugegangen. Da leben wir ja in heiligen, wunderschönen Zeiten. Oder denken wir in Deutschland, der sogenannte Kulturkampf war damals. Da galt die Kirche, die katholische, als altmodisch und rückständig und fortschrittsfeindlich. Und da wurde dann zum Beispiel auch die katholische Kirche ziemlich unterdrückt. Es wurden viele Orden verboten und die Ordensleute ausgewiesen. Bischöfe waren im Gefängnis, eine ganze Menge Bischofsstühle waren nicht mehr besetzt, eine ganze Menge Pfarreien nicht mehr, weil der Staat es nicht erlaubt hat, dass der und der dieses Amt übernimmt. Es gab Anti-Zölibatsvereine, richtige Kämpfe gegen den Zölibat. In Württemberg sind 200 Priester in diesen Zölibatsverein eingetreten. Es gab eine Los-von-Rom-Bewegung. Man wollte eine deutsche Nationalkirche gründen, ohne den Papst, ohne Rom, vereint mit den Evangelischen. Alles ein bisschen einfacher und billiger. Kurz und bündig, meine Lieben, es gibt immer diese Auseinandersetzung. Man hätte es so schön und bequem, wenn man sich anpassen würde. Die Kirche wäre aber dann schon längst verschwunden und der bequeme Weg bringt keinen Segen. Jesus ist auch nicht diesen bequemen Weg gegangen. Jetzt beginnt seine Passionszeit. Wir sind in der Fastenzeit und sind natürlich jeden Tag in Versuchung, den bequemen Weg zu gehen. Aber nehmen wir jetzt, suchen wir nicht irgendwelche Opfer, sondern machen wir das, was wir schon tun, gescheit. Und versuchen wir, die Gebote zu halten, das bedeutet immer auch ein Opfer. Dass man ordentlich betet, dass wir am Sonn- und Feiertag die Heilige Messe regelmäßig mitfeiern und ordentlich mitfeiern. Dass wir dieses oder jene, was wir nicht gerne tun, trotzdem tun, aus Liebe zu Jesus und zu den Mitmenschen. Dass wir zum Beichten gehen auf Ostern. Die Beichte, das ist auch oft ein Opfer. Mag man doch gar nicht. Wer will denn schon seine Sünden zugeben? Wir sind doch alle so gebaut, dass wir lieber schön dastehen wollen. Aber der billige Weg ist nicht der gute Weg. Nicht der Weg des Segens. Meine Lieben, der billige Weg ist der Weg der Verweltlichung und das ist unser Problem in unserer heutigen Auseinandersetzung in der Kirche, wenn man es im tiefsten Grund anschaut. Der heilige Josef ist auch unser Vorbild auf diesem Weg des Kampfes und des Opfers, aber er ist auch unsere Zuflucht. Dem heiligen Josef ist die Kirche ganz besonders anvertraut
Und Papst Franziskus hat nicht umsonst in dieser Kirchenkrise die Kirche neu, ganz besonders mit diesem Josefsjahr, dem heiligen Josef, anvertraut. Heiliger Josef, bitte für uns. Amen.